Es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass Günther Anders ein in Vergessenheit geratener Philosoph ist. Noch sind zum Beispiel zahlreiche seiner Schriften unveröffentlicht, auch wenn sich daran langsam etwas ändert. So zum Beispiel hat der C.H. Beck Verlag letztes Jahr Schriften zu Kunst und Film von Anders veröffentlicht und auch dieses Jahr soll eine Anders-Monographie der amerikanischen Philosophin Babette Babich erscheinen. Und doch nimmt seine Bekanntheit eher ab als zu. Und dies hat vielschichtige, zum Teil auch biografische Gründe. Einen davon nennt Konrad Paul Liesmann und dieser ist stichhaltig. Er nämlich beschreibt das Andersdenken als eines, welches von Unerbittlichkeit geprägt sei. Das meint, dass Andersschriften weder nach einer raffinierten Interpretation verlangen, noch dem geneigten Schreiberling einen Jargon anböten, der für die schnelle Adaption im Feuilleton geeignet wäre. Liesmann spitzt diesen Umstand zu, wenn er schreibt, Zitat, manchmal erscheint es, als ließe seine Philosophie nur die Alternative zwischen gequälter Zustimmung und Ignoranz zu. Zitat Ende. Weder das eine noch das andere wollte Anders. Er wollte Kampfthesen vertreten, die attackiert werden würden, doch dies blieb überwiegend, wenn auch nicht vollständig aus. Doch ist er deswegen irrelevant, mitnichten. Denn Anders besitzt eine gewisse Aktualität und vielleicht wäre ein Schuss seiner Unerbittlichkeit für unser Hier und Jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Aus diesem Grund will ich in 3 Videos mit Anders mich beschäftigen und versuchen, sein Leben wie sein Werk nachzuzeichnen. Die versammelten Themen sind vielschichtig und hängen doch alle miteinander zusammen. Anthropologie, Medientheorie, Technikphilosophie, Anti-Atom-Aktivismus und ganz zum Schluss ein Blick vom Mond. Und damit willkommen zur 2. Produktion. Günther Anders wurde 1902 als Günther Stern geboren. Er starb 1992 in Wien. Sein Vater William Stern war bekannter Psychologe. Seine Mutter Clara Stern erlangte Berühmtheit durch die sogenannten Kindertagebücher, die sie über Günther und seine Geschwister in jahrelanger Fleißarbeit anfertigte. Für den Anders-Biografen Raimund Bahr bilden die in der Familie so stark gewichteten Tagebücher den Grundstein für das schreibende Leben des Philosophen. Zitat: In Günther Anders realisierte sich die Einheit von Denken, Schreiben und Handeln. Zitat Ende. Diese Aussage allein hat noch nicht viel Aussagekraft. Sie könnte auf die meisten Philosophen zutreffen. Klarer wird ihre Intention, wenn sie mit Günther Anders politischen Aktivismus gegen die Atombombe und gegen den Vietnamkrieg kontextualisiert wird. Doch dazu später mehr. Interessant am Zitat von Raimund Bahr ist erst einmal der Hinweis auf das besondere Verhältnis zum Schreiben, welches ich als ein selbstreflektierendes und als ein in stetigen Weltbezug sich setzendes begreife. Ich schreibe, also bin ich, könnte man das Anders-Credo nennen, welches nicht zufällig an Jean-Paul Sartre erinnert und sich in unterschiedlichen Textsorten niederschlug. Anders schrieb Tagebücher, Drehbücher, Vorträge, Gedichte, journalistische Texte, Essays, philosophische Abhandlungen, Monographien und so weiter. Hierzu noch einmal Bahr, Zitat, was ihn von vielen seiner philosophischen und politischen Zeitgenossen trennte, war sein Beharren auf einer Verknüpfung von wissenschaftlichen, journalistischen und literarischen Formen des Schreibens. Zitat Ende. Anders war also so etwas wie ein Tausendsasser und vielleicht auch deswegen ein Außenseiter, weil er überall zwischen den Stühlen saß. Diese Eigenschaft als Tausendsasser hatte zweifellos etwas mit seiner wohlbehüteten Kindheit und seiner bildungsbürgerlichen Erziehung zu tun, die es ihm regelrecht aufzwang, seinen Talenten nachzugehen. Diese spezifische Förderung wird auch durch eine Fußnote zu seinen nun veröffentlichten Louvre-Tagebüchern unterstrichen, die er während seiner Paris-Reise in den späten 20er Jahren anfertigte. In dieser Fußnote wird das Tagebuch der Mutter zitiert, in dem sie festhält, dass neben den musikphilosophischen nun auch die kunstphilosophischen Interessen ihres Sohnes gefördert werden sollen. Ich erwähne diese Anekdote in dieser Ausführlichkeit auch,
um das enge Familienbündnis und die Heimlichkeit dieser Kindheit herauszustellen. Denn nur vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, welche tiefen Brüche später durch den Lebensweg von Günther Anders gingen und die ihn aus dem familiären Paradies für immer vertreiben sollten. Da wäre zunächst die Erfahrung des Ersten Weltkriegs als militärischer Erntearbeiter, die ihn mit den Gräueln des Krieges, aber auch mit Antisemitismus in Kontakt brachte. Dann wäre da der Konflikt mit dem assimilierten Vater, der das aufziehende Unheil der 30er Jahre nicht sehen konnte oder wollte. Dieser Konflikt mit dem Vater wie mit der Umbruchszeit der 20er Jahre sorgen für den Verlust des selbstverständlichen Weltumgangs. Es folgt dann die Emigration in ein Land, mit dem Anders nie etwas anfangen konnte, ja welches er als eine schlechte Kopie Europas verachtete, die USA. Aus der Heimlichkeit wird so ein Heimatloser, der selbst nach seiner Rückkehr nach Europa nicht nach Hause fand. 1986 schrieb Anders, Zitat, Adenauer reizte mich ebenso wenig wie Ulbricht, so beschloss ich im Weder noch in Wien zu bleiben. Zitat Ende. Diese Heimatlosigkeit, so Konrad Paul Liesmann, wird zu einem Prinzip seiner Philosophie. Und dies führt uns zum ersten Aspekt des Schaffens von Günther Anders, und zwar zu seiner philosophischen Anthropologie. In meiner Zusammenfassung der philosophischen Anthropologie von Günther Anders beziehe ich mich auf zwei seiner kanonischen Texte. Der eine stammt aus dem Jahr 1930 und trägt den Titel Die Weltfremdheit des Menschen. Der zweite ist aus dem Jahre 36 und ist mit Pathologie der Freiheit überschrieben. Beide Texte eint die Frage nach der Stellung des Menschen in der von ihm geschaffenen Welt. In beiden Texten geht es aber nicht um so etwas wie eine exzeptionelle Besonderheit des Menschen, sondern im negativen Sinne um seine Sonderstellung als grundlegend weltlos. Dabei beginnt Anders recht klassisch für die philosophische Anthropologie, denn er zieht zunächst das Tier zu Rate, um etwas über den Menschen zu sagen. Die These über das Tier lautet wie folgt: Dieses kommt nicht zur Welt, sondern, Zitat, seine Welt kommt mit ihm, Zitat Ende. Was heißt das? Es meint, dass das Tier als Instinktwesen von seiner Welt Bescheid weiß, sie also zu behandeln versteht, Teil von ihr ist und damit erfahrungsunbedürftig sei. Der Begriff der Erfahrung wird gleich noch wichtig werden, bleiben wir aber noch kurz beim Tier. Laut Anders geht mit dieser Erfahrungsunbedürftigkeit eine Art Blockade einher. Das, was das Tier nämlich wahrnehmen kann, gemeint ist die Perzeption, kann den Bestand des Antizipierten nicht übersteigen. Anders dazu, Zitat, das Tier erfährt pauschal gesehen nichts eigentlich Neues. Zitat Ende. Das Tier ist also regelrecht in die Welt eingepflanzt. Es verfügt über etwas, was Anders Bedürfniskongruenz nennt. Und das liegt daran, weil das Tier nie den Sprung in die Freiheit unternommen hat, denn das Tier bleibt der Welt, der es entstammt, verbunden und verwachsen. Nun aber kommt der Mensch und der Begriff der Erfahrung ins Spiel. Dazu stellt Anders die These auf, dass es für das Tier so etwas wie ein A priori gibt, für den Menschen hingegen gibt es nur ein A posteriori, eine Nachträglichkeit der Erfahrung, Zitat. Das heißt, der Mensch steht so in der Welt, dass er erst nachträglich zu ihr kommen muss, Zitat Ende. Daraus ergibt sich die eigentliche These über das Wesen des Menschen, denn aus dieser Nachträglichkeit resultiert die mangelnde Welteinbettung und folgt daraus die Weltfremdheit. Doch die Lage ist natürlich verzwickter, denn der Mensch ist ja nicht einfach von der Welt abgeschnitten, er ist nur nicht sonderlich gut auf sie zugeschnitten. Worauf Anders hier anspielt, ist das, was er das Außenweltproblem nennt. Er zielt damit auf eine Divergenz ab, und zwar die zwischen dem je schon in der Welt sein und dem nicht selbstverständlich darinnen sein. Wer sich bei dieser besonderen Sprache an den Duktus der Phänomenologie erinnert fühlt, liegt ganz richtig. Nach dem Ersten Weltkrieg studierte Anders nämlich erst bei Ernst Cassirer und Erwin Panofsky und dann in Freiburg bei Edmund Husserl und Martin Heidegger. Da kommen wir zurück zum Menschen. Was nämlich meint Anders mit dieser Divergenz? Er meint eine Gleichzeitigkeit der Zustände zwischen dem in der Welt sein und dem nicht vollständig in der Welt aufgehen. Zitat: So ist der Mensch zwar in der Welt, ja ist selbst Welt, andererseits aber ist er ihr in eigenartiger Weise enthoben.
Zitat Ende. Es existiert also die Erfahrung des in der Welt sein. Es gibt aber auch die Erfahrung des frei von Welt sein. Genau in dieser nicht vollständig losgelösten Verschiedenheit von Welt erhält sein Freiheitsbegriff nun eine existenzialistische Note. Denn hier geht es um eine gewisse Abgeschnittenheit, Zitat, vom Seienden als Ganzem, Zitat Ende. Indem der Mensch also in der Welt steht, in ihr Position bezieht, ist ein jeder Gegenstand, den der Mensch betrachtet, immer auch ein Gegenüberstand, also etwas, was von uns verschieden ist und welches wir über unseren Sehsinn aus Distanz betrachten. Diese Distanz ist entscheidend, denn daraus resultiert die Fähigkeit des Menschen zur Abstraktion. Er ist also von der Welt unabhängig und doch an sie gebunden, und das Resultat aus dieser besonderen Gegebenheit ist seine Freiheit. Im Text Pathologie der Freiheit verdeutlicht dies anders noch einmal, wenn er schreibt, dass die Natur des Menschen seine Künstlichkeit und sein Wesen das der Unbeständigkeit sei. Doch wie ist nun Freiheit definiert? Konrad Paul Liesmann bezeichnet die Freiheit des Menschen als einen anthropologischen Defekt. Denn sie kommt zustande, weil wir von Welt losgelöst, aber nicht getrennt sind. Anders nennt dies eine Paradoxie, denn einerseits ist der Mensch trotz seiner Freiheit, Zitat, schon vorher Dasein, Zitat Ende, also zu sich selbst verurteilt, andererseits aber ist dieses Unwiderrufliche als völlig beliebig aufzufassen. Der Mensch leidet also im Grunde unter der Unmöglichkeit, sich mit sich selbst zu identifizieren. Daran bündelt sich die Weltfremdheit des Menschen, und Freiheit wiederum wird negativ aufgefasst, denn ihre Grundlage ist unser Abstinenzverhältnis zur Welt. Hier kommt nun der Homo Faber ins Spiel, denn in dieser Bezogenheit auf die Welt ist es dem Menschen bekanntlich erlaubt, etwas aus der Welt zu machen. Denn das spezifische Nichtsein und diese Unangewiesenheit ist ja nur das eine. Positiv ausgedrückt ist es das Vermögen zum Verändern können. An dieser Stelle kann man relativ einfach an die berühmt-berüchtigte Oratio von Giovanni Pecco della Mirandola denken. Dieser hatte den Menschen von göttlicher Warte aus als ein Wesen ohne Festes und ohne feste Eigenschaft skizziert und damit als eines, welches das Potenzial besitzt, auf der Leiter der Vervollkommnung nach oben zu klettern, also sich und seine Umwelt zu verändern. Diese affirmative Position wurde nicht nur zum Mythos der Renaissance, sondern auch zu einem zentralen Bezugspunkt der transhumanistischen Ideologie. Der Transhumanist leitet nämlich aus Picos Rede die Aufforderung ab, den Menschen über seinen gegenwärtigen Seinszustand emporzuheben. Interessant ist nun, wie anders diese positive Bezugnahme ins Negative wendet, was wiederum die philosophische Grundlage seiner späteren Thesen zur Antiquiertheit des Menschen bildet. Denn für Anders besteht die Freiheit in der zu erfahrenen Kontingenz, und diese Kontingenz kommt schockartig. Was ist damit gemeint? Anders behauptet, dass Freiheit nichts anderes bedeutet, als mit keiner Bestimmtheit verbunden zu sein. Wir sind auf nichts Bestimmtes zugeschnitten. Es gibt im Grunde eine Treffmöglichkeit des Beliebigen. Wir sind also nicht notwendig so, wie wir sind. Wir könnten auch anders sein. Passend dazu heißt es, Zitat, unter allem Beliebigen, was ich aufgrund der Freiheit treffen kann, bin auch ich. Zitat Ende. Man ist so, wie man ist, darin frei und hätte doch anders sein können. Das Ich ist also das Kontingente selbst, weil es uns an einem Ursprung mangelt, und dies ist für den Mensch ein Schock. Was ist nun die Antwort des schockierten Menschen? Anders nennt hier zunächst den Nihilisten. Diesen bezeichnet er einerseits als die Übertreibung der dem Menschen verborgenen Wahrheit, und diese lautet, Zitat, des Menschen Identität besteht darin, keine Identität zu haben. Zitat Ende. Was wäre die Folge? Zitat, wenn sich der Mensch ständig mit der unmöglichen Selbstidentifikation aufhielte, blieb ihm kein anderer Ausweg als, schonungslos gesagt, der Selbstmord. Zitat Ende. Wer hier an den berühmten ersten Satz aus Albert Camus' Sisyphos-Text denkt, liegt nicht falsch. Doch zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass Anders in seinem Text zur Pathologie der Freiheit festhält, dass seine Ausführungen philosophische Übertreibungen sind. Das meint, dass seine Figur des Nihilisten als derjenige, der an der Nicht-Identifikation leidet, von einem tatsächlichen gesellschaftlichen Standpunkt her gar nicht existiert.
Die Frage nach der Identität und das Verirren im nihilistischen Kaninchenbau unterläuft nämlich nur dem, der nach dem Kaninchenbau suchen will. Wie aber lebt der eigentliche Mensch mit diesem spezifischen Nichtsein und dieser Unangewiesenheit? Konrad Paul Liesmann zufolge wäre da zunächst der moderne Charakter eines rastlosen, expansiven Eroberers. Wir sprechen hier von einem Machthunger, der einsetzt, weil derjenige, der es nicht ertragen kann, überflüssig in der Welt zu sein, sich mit allen Mitteln darum bemüht, mit Gier nach Macht den Vorsprung, den die Welt hat, einzuholen. Zitat: Da er nicht je schon alles ist, muss er alles haben. Zitat Ende. Aus der erfahrenen Kontingenz des Ichs entwickelt sich also der pathologische Wunsch, überall und zu jeder Zeit zugleich zu sein, um sich so eine ganz eigene künstliche Totalität zu schaffen, die im letzten Zweck Unsterblichkeit schaffen will. Mit dieser Kritik analysiert Anders das transhumanistische Bestreben nicht nur treffend, er versenkt es auch zugleich, ohne davon überhaupt gewusst zu haben. Die Besonderheit besteht nun darin, dass dieser pathologische Wahn, die Welt einzuholen, also aus dem Status des Menschen ohne Welt auszubrechen, in Technologien resultiert, die zu einer Bedrohung wird, in der eine Welt ohne Mensch möglich ist. Wir sprechen hier natürlich von der Atombombe, wir sprechen aber auch von Auschwitz. Liesmann fasst diesen Hauptgedanken, den ich im zweiten Teil zu Günther Anders dann weiter ausführe, perfekt zusammen. Zitat: Es sind gerade die Triumphe des Menschen, die ihn verschwinden lassen. Zitat Ende. Doch Anders nennt noch einen anderen Umgang mit der Weltfremdheit. Die Rede ist vom historischen Menschen, also von jenem Menschen, der sich in ein Trotzdem zum Leben begibt, welches zwar eine sinnlose und ewig auf das Jetzt pochende Wiederholung betreibt, darin aber eine Geschichte entwirft, die dem Menschen eigen ist. Das meint, dass der Mensch die Nichtverbundenheit zur Welt und die Kontingenz des Ich-Seins durch seine Geschichte aushalten kann, die ihm eine konstante Rückbindung erlaubt und aus der er eine gewisse Konsistenz ableiten kann. Die entscheidende Frage der philosophischen Anthropologie lautet nun: Woran erinnern wir uns? Der historische Mensch erhebt sich also über das mögliche Scheitern der Selbstidentifizierung, weil er auch gestern schon war und in der Erinnerung und Erfahrung daran er ist. So bereitet er der Konkurrenz ein Ende. Und doch ist der historische und der nihilistische Mensch in einer Sache geeint. Zitat: Das zwanghafte Rettungsschauspiel des historischen Menschen und die unverhüllte Katastrophe des Nihilisten zeugen gemeinsam von ihrer identischen Lage, der Fremdheit im Verhältnis zur Welt. Zitat Ende. Im zweiten Teil meiner Günther Anders Reihe werde ich an diesen Gedanken anknüpfen. Festzuhalten bleibt nun erst einmal Anders negative Anthropologie. Die Spezifität des Menschen liegt in seiner Unspezifität, seine Freiheit ist ein anthropologischer Defekt oder anders gesagt eine existenzielle Notlage, aus der er irgendwie rauskommen muss. Der Mensch also ist zur Freiheit verdammt. Ein Gedanke übrigens, den Jean-Paul Sartre, das gab dieser freimütig zu, Günther Anders verdankte. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.